Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um die schweren Vorwürfe gegen Luke Mockridge und auch den Hashtag Konsequenzen für Luke, der jetzt ganz oben in den Twitter-Trends ist. Tausende Leute diskutieren und auch Sat.1 hat sich bereits zu der ganzen Geschichte geäußert. Ich möchte hier auch zu Beginn ganz klar was sagen. Ich verurteile jegliche Form von sexuellen Übergriffen, Ausrufezeichen, und ich begehe ja auch kein Victim-Blaming, weil ich mich ein wenig zurückhalten muss, weil ich sonst eine Abmahnung bekomme, damit das die Leute auch verstehen. Wenn ihr anonym eure Meinung bei Twitter raushaut, dann ist das nicht gleichbedeutend mit so einem Video, wo ich auch ein Impressum habe und Co., wo ich mich auch zurückhalten muss. Denn so eine Geschichte gehört eigentlich vor Gericht. Und wenn das nicht klar ist, niemand von uns war vor Ort und weiß genau, was passiert ist, dann gibt es hier auch eine Unschuldsvermutung in diesem Land. Das möchte ich ja auch ganz klar sagen. Vor Gericht muss das Ganze angefochten werden, wenn das dann soweit geht. Und dann wird dann auch ein Urteil gesprochen. Aber das darf ich hier nicht machen. Ich werde hier nur Sachen vortragen, die öffentlich einsehbar sind. Und niemand auf Twitter, Instagram oder in den YouTube-Kommentaren war höchstwahrscheinlich mit dabei und vor Ort und kann das bezeugen. Von daher würde ich da auch bitten, dass ihr euch da ein bisschen zurückhaltet. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu kundtun. Aber solche Dinge möchte ich hier eigentlich nicht so gerne lesen, weil es ein bisschen anstrengend ist, auch gerade dieser Vorwurf vom Victim-Blaming, nur weil man im Konjunktiv spricht, weil man sich zurückhalten muss, weil man sonst Post bekommt vom Anwalt. Und es wird ziemlich teuer und das möchte ich vermeiden. Also bitte versteht das. Für die Leute, die jetzt mit Luke Mockridge überhaupt nichts anfangen können, er ist ein sehr erfolgreicher Stand-Up-Comedian. Der kriegt auch einfach mal die Mercedes-Benz-Arena in Berlin voll mit 15.000 Zuschauern. Und der ist auch auf Sat.1 unterwegs, hat da einige Shows. Er ist auch der Sohn von Bill Mockridge, den kennen einige von euch vielleicht auch als Schauspieler bei der Lindenstraße. Und Luke Mockridge war mit Ines Agnoli zusammen, die auch einen Podcast recht erfolgreich führt, auch auf Instagram recht erfolgreich ist. Und sie hat vor 2 Jahren schon einen Podcast gehalten, der es in sich hatte. Dort gab es schwere Anschuldigungen und diesen Part möchte ich euch hier mal vorspielen. Und irgendwann hat er halt so, ist er so wie durchgedreht und war total zappelig und so und hat mich halt so gepackt und angefangen so zu wirbeln, ne, im Bett. Also dich so zu wresteln oder was? Ja, es war schon so, weißt du, und guck mal, da fängt es schon an. Man könnte jetzt sagen, das war lustig gemeint, das war so ein bisschen im Spiel und so. Ich habe aber gesagt, ich will das nicht. Mhm. Und es war halt einfach ein zu heftiges Wirbeln. Und er hat halt so gesagt, so nein, die schlechten Vibes müssen jetzt hier raus und sowas halt. Und das ist so, weißt du, wie wenn du jemanden so parkst und schüttelst, so von wegen so, hey, komm, gute Laune, lass es los und sowas halt. Aber so in einer viel heftigeren Version. Mhm. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich will das nicht. Und er meinte so, doch, du musst das jetzt hier durchmachen, weil wir müssen jetzt die schlechten Vibes aus dir rauskriegen und sowas halt. Ne? Und er war wirklich wie so total drauf auf einmal, wo ich auch ein bisschen Angst bekommen habe, weil ich gedacht habe, das ist mir alles zu viel. Aber ich war halt so, ja, okay, ich lasse es mit mir machen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann so versucht, mich in so einer Situation einfach aus dem Bett so raus zu also einfach aus diesen Fängen rauszukriechen und stand dann halt vorm Bett und dann hat er da weitergemacht. Und ich war so, ich möchte das halt einfach nicht, ne? Und dann hat er mich halt auch noch gekitzelt und dann ist es so, weißt du, dann muss ich lachen und dann ist es so wie, ach, muss jetzt er jetzt nicht okay. Ernst nehmen, weißt genau. Du, weil sie lacht ja. Aber ich habe mich halt krass unwohl gefühlt und es tat halt auch weh. Und irgendwann hat er mich halt einfach mit meinem Oberkörper so aufs Bett gedrückt und hat mir meine Hose runtergezogen und hat angefangen, an mir rumzuspielen. Und das Ding ist, ich weiß halt noch, ich lag einfach so da und dachte so, ja, okay, komm, ich lasse es jetzt einfach über mich ergehen. Und dann hat er aber zum Glück aufgehört, also, wenn man dann noch zum Glück sagen kann, und hat aber selber dann die Worte gesagt, boah, ich wollte dich jetzt einfach vergewaltigen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Nett von ihm. Und dann hat er eine Panikattacke bekommen und dann hatte ich Mitleid mit ihm und habe ihn getröstet. Und ich habe... Also er hat eine Panikattacke bekommen, weil er sich schlecht gefühlt hat im Moment? Oder? Er hat auf einmal eine Panikattacke bekommen und ich habe dann Mitleid mit ihm gehabt und habe dann angefangen, ihn zu trösten.
Jetzt fragen sich sicherlich einige von euch, wie kann es denn sein, dass der Hashtag Konsequenzen für Luke nun daraus entstanden ist. Es gab nicht nur diesen Podcast, es gibt auch einen weiteren, der auf dem WDR stattgefunden hat. Den verlinke ich euch auch unten. Der geht auch etwa eine Stunde und der ist vom Dezember 2020. Also wurde das dann auch noch mal ein bisschen größer zu dem Zeitpunkt. Und das ist so ein Schneeballsystem gewesen, dass das dann immer größer wurde in den letzten Tagen und Wochen. Und auf Instagram gab es auch einige Postings von Ines und dann ist das auch immer größer geworden. Sie hat nie den Namen öffentlich genannt. Allerdings ist es dadurch, dass einige dann natürlich auf Twitter dann gemutmaßt haben. Es waren Zeiträume im Spiel, wann die Beziehung war und Co. Und dann wurde eins und eins zusammengezählt. Es gab auch Leute, die behauptet haben, dass Person XY auch den Namen direkt gesagt hat und bestätigt hat in einem Privatchat. Ja, ich zitiere jetzt hier nur. Ich nenne die Namen auch nicht, damit ich hier keine Probleme bekomme. Ihr könnt euch selber denken, was damit gemeint sein könnte. Ich muss mich hier zurückhalten, wie gesagt. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Damit ist es umso größer geworden. Die Trends überschlagen sich. Viele sind auf Twitter sehr erbost. Und da möchte ich euch auch mal ein, zwei Beiträge hier vorlesen. Und ihr könnt dann in den Kommentaren gerne Sachen ergänzen. Ich bleibe, wie gesagt, auch bei dem Thema dran. Ich werde jetzt mal für euch hier zitieren. Und zwar von Lena, mit der ich auch geschrieben habe. Shoutout geht an dich raus. Sehr nett auf jeden Fall, dass du mir auch die Podcasts weitergeleitet hast. Das ist sehr cool gewesen. Auf jeden Fall schreibt sie, cool, cool. Auch einfach, dass ein Typ, dem sexualisierte Gewalt vorgeworfen wird, sein Leben chillen kann, während Frauen wie ich, die darauf aufmerksam machen, von persönlichen Angriffen überflutet und belästigt werden. Aber mich kriegt ihr nicht leise. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Angriffsstellung. Es gab da diverse Tweets auch von ihr oder anderen Frauen, die sich natürlich auch ganz klar positioniert haben. Und das wollte ich euch hier auch nicht vorenthalten. Teilweise hatten die Tweets mehrere hundert Retweets, also wurden mehrere hundert Male geteilt, hatten tausende Likes und so ist das Ganze immer größer geworden und viral gegangen. Lisa hat hier auch nochmal einen Tweet, den ich euch vorlesen möchte. Morgens die Kommentare zu Konsequenzen für Luke durchlesen und einfach nur kotzen wollen. Männer, die wieder meinen, ja, dann soll Frau halt einfach Nein sagen. Wenn sexuelle Handlungen nicht auf Gegenseitigkeit beruhen, haltet einfach die Fresse. Man muss ganz deutlich sagen, der Ton ist zum Teil auf Twitter sehr, ja, krass gewesen. Aber man muss auch ganz klar sagen, in dem Podcast, wenn man den komplett hört, sagt sie sogar, dass sie mehrfach Nein gesagt hat. Also hört euch den komplett an. Und spätestens beim ersten Nein sollte man auch als Mann aufhören. Also ich distanziere mich hier nochmal von jeglicher Form der sexuellen Gewalt gegenüber Frauen oder generell gegenüber von Menschen. Das ist das allerletzte, das ist mit das Schlimmste, was man einer Person antun kann. Und von daher will ich das hier auch nochmal ganz klar betonen. Ich werde euch jetzt hier nochmal den ganzen Tweet von Sat1 vortragen und das Statement hier mal vorlesen. Keine Konsequenzen für Luke. Es gibt aus guten Gründen kein juristisches Verfahren gegen Luke. Einen Menschen aufgrund von Gerüchten in sozialen Netzwerken an den Pranger zu stellen, ist eine moderne Form der Lynchjustiz. Das entspricht nicht unserem Rechtsverständnis. Deswegen keine Konsequenzen für Luke. Natürlich gilt, genauso wie wir Übergriffe im Netz verurteilen, verurteilen wir jede Form von sexueller Gewalt. Also ein ziemlich klares Statement. Die stellen sich hinter Luke Mockridge. Und einige sprechen auch hier in den Kommentaren von, hier gibt es einen Kommentar vor 4 Stunden, lasst euch von der Cancel Culture nicht beirren. Das ist die einzige richtige Reaktion. Das kam allerdings jetzt mit den Likes jetzt nicht so riesig an, aber deswegen muss die Meinung nicht schlechter sein. Das möchte ich auch ganz offen sagen. Es gibt hier aber auch dann nochmal einen Tweet von Jasmin. Ja, da habt ihr recht, mit der Lynchjustiz Opfer sexueller Gewalt ernst zu nehmen und ein Statement und gegebenenfalls Konsequenzen zu fordern, ist quasi genau dasselbe wie jemanden zu lynchen, aka umzubringen. Und dann ein ironischer Applaus. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr das empfunden habt, das Statement, ob ihr das richtig findet oder falsch. Ich enthalte mich jetzt vollkommen. Ich bin jetzt hier einfach mal nur der berichtet. Nehmt das einfach mal so hin, damit ich hier auch keine Abmahnung kassiere und Co. Ihr habt es jetzt, glaube ich, auch verstanden. Ich bleibe natürlich an der ganzen Geschichte jetzt auch dran. Bis zu der Stunde, wo ich das Video jetzt für euch aufgenommen habe, hat Luke Mockridge noch nichts zu dem ganzen Thema gesagt. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt oder nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden, also lasst gerne ein Abo da. Ansonsten
möchte ich auch ganz klar nochmal als Fazit sagen, ich verurteile jegliche Form von sexuellen Übergriffen. Ganz klar, es ist mit das Schlimmste, was man einer Person antun kann. Und das hat niemand verdient, auch ihr nicht, wenn euch das passiert ist. Also wenn euch sowas passiert sein sollte, geht zur Polizei, zeigt das an, findet den Mut, sprecht darüber und erhebt eure Stimme und tut was dagegen. Und ich wünsche euch, wenn euch sowas passiert sein sollte, viel Kraft dabei. Ich werde euch auch unten wieder die Telefonseelsorge verlinken. Damit kann man vielleicht auch ein wenig weiterhelfen. Und das soll es dann auch von mir erstmal gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.